So, Freunde, der Kackhaufen ist natürlich wieder am Brennen. Das war genau das Ziel. Der Mo hat ja gestern ein Video rausgehauen gehabt, ja? Und hat da wieder sich sehr ekelhaft meiner Familie gegenüber geäußert, hat meinen Sohn da runtergezogen und gemacht, getan und dies und das. Und Leute, wie ihr seht, ich scheiße die ganze Zeit drauf, ja. So, dann daraufhin habe ich natürlich eine Umfrage gestartet und habe auch Mo direkt verlinkt und habe gefragt, ey, was war mit diesem Mädchen 2014 bei dir in der Wohnung? Ich habe das so mitbekommen. Das war einfach nur eine Frage, da geht's nur um das Mädchen, ja. Aber wir schauen uns mal dann seine Antwort direkt daraufhin an. Und Leute, verzeiht mir, ich bin gerade wach geworden. Ich bin noch nicht so weit im Kopf. Wir gucken uns das jetzt mal an zusammen. Jo, Leute. Jetzt kommen wir mal zu einem richtig, richtig ernsten Thema, okay? Ein kleiner, verfickter Scheiß-Hurensohn. Ach, Digi, Alter. Denk, glaubst du, mich juckt das, wenn du mich so nennst? Glaubst du, mich juckt das? Glaubst du, mich juckt das alles generell, wie du mich beleidigst? Nicht ganz, nur das mit meinem Sohn. Glaubt, kann über Tote reden. Okay, ich bin kein Hurensohn. Ich rede nicht über Tote. Ich habe dich etwas gefragt. Ich habe dich etwas gefragt, weil das tust du ja scheinbar im Hintergrund, tust du das Totschwein. Du wurdest schon öfters darauf hingewiesen, oder was heißt darauf hingewiesen? Du wurdest schon öfters gefragt, was ist da passiert bei dir in der Wohnung, ne? Das wissen die Leute alles nicht. Ich weiß noch viel mehr, Mo. Und guck mal, das alles, ich nenne das jetzt Phase 1. Du tust seit Monaten, tust du meine Familie beleidigen? Tust du meinen Sohn mit reinziehen, vor allem meinen Sohn, guck mal, alle an, beleidige wen du willst, aber nicht meinen Sohn. Mein Sohn ist 4, der kann sich nicht selber wehren. Ja, du beleidigst die ganze Zeit meinen Sohn weiter und weiter. Und deswegen reagiere ich jetzt so, wie ich reagiere, okay, ich werde jetzt handeln, ganz anders. Guck mal, ich hab dich doch schon geballert, auf der psychisch bist du komplett Feierabend gerade, aber wir schauen weiter. Wie du, der Tote, der hier auf Egon Mülltück das und das oder irgendwas macht, du dreckiger Hurensohn, okay? Okay. So, was mache ich denn auf Eigen Mütschuk? Ich habe auf Ali Osman sein Video reagiert, das mit der Schwester da ist, dieses Interview. Und was habe ich? Was habe ich über Tod geredet? Was redest du da? Hä? Was redest du da? Denkst du, kannst dir die Tatsachen verdrehen? Die Leute sehen doch gerade, was für ein Stück Scheiße du bist, hä? Es hat ein Mädchen hat bei mir in der Wohnung, hat sich Selbstmord gemacht, du dreckiger Hurensohn. Ich habe die Rettung gerufen, mitten in Wien, über eine halbe Stunde Einsatzzeit. Du Hurensohn! Ich habe gebettelt, ich habe gefleht! Okay. Kennt ihr noch Erkan Uzun? Dieser Rockerclub aus Hamburg damals? Der hat auch mal so ein Video gemacht, als ihm die Kutte geklaut wurde und die Hells Angels die Kutte den Transen gegeben haben. Das ist auch hier so ein Erkan Uzun auf Wish bestellt Fall, ja? Genau dieselbe Ausrastermethode. Total psychisch im Arsch. Okay, über eine halbe Stunde! Hurensohn! Ich hab der Mutter gesagt, mit wem sie zu tun gehabt hat, mit wem sie diese Kacke alles abgezogen hat und alles. Okay, du dreckiger Hurensohn! Ich habe in meinem Leben mit Tabletten, sowas noch nie zu tun gehabt, du. So, Leute, das ist auch so ein Punkt. Ich habe weder irgendwas von Tabletten erwähnt, oder sonst was. Ich hab nur, guck mal, ich sag, warte mal ganz kurz, Leute. So, meine Umfrage war, Mo86, erzählst du uns, wieso Michelle 2014 tot in deiner Wohnung aufgefunden wurde? Fragezeichen, okay? Hast du ihr Drogen verabreicht oder weshalb lag Michelle leblos in deiner Wohnung? So, ich habe nichts von Tabletten erwähnt oder von sonst was. So viel ich weiß, sind Tabletten, also Subutex gibt's in Tablettenform. Und wie jeder weiß, oder wie ich jetzt auch erfahren habe, ist das ja alles so 2013, 2014 mit dir gestartet, mit dieser Ersatzdroge, ja? Also ich vermute, ich kann das natürlich nicht beweisen, aber ich vermute, du hast dich mit der jungen Frau und mein Beileid an die Familie, wirklich von Herzen, du hast dich mit der jungen Frau da eingeschlossen und hast wahrscheinlich ihr diese Tabletten verabreicht oder ihr habt es euch gegenseitig verabreicht, ich weiß es nicht, okay? Aber so wie ich jetzt auch weiß, tust du ja Subutex durch die Nase ziehen. Das ist das Zeug, was du immer ziehst im Hintergrund bei der Kamera. Ja, also ich habe nichts von Tabletten erwähnt. Du hast es jetzt selber erwähnt. Also habt ihr Drogen konsumiert und sie ja ist daraufhin wahrscheinlich gestorben. Weil was für ein Selbstmord denn? Oder sie hat zu viele Tabletten geschluckt. Und du drehst es jetzt hier als Selbstmord. Also Digi, ne? Nicht lügen, bleib bei der Wahrheit. Aber wir kommen noch zu was ganz anderem gleich. Du Hurensohn, okay? Damit du eins weißt, du verfickter Nuttensohn. Meine Schwester ist ermordet worden in Verlangen. So, zum Thema deiner Schwester. Von deiner Schwester war hier gerade in diesem Post absolut gar keine Rede, okay? Ich hatte mal deine Schwester erwähnt gehabt, weil die Leute erzählt haben, deine Schwester sei
nach Türkei abgehauen. Mit irgendeinem Türken. Ihr seid durchgebrannt und hat sich von eurer Familie abgewendet, okay? Und da war nicht die Rede von, deine Schwester ist irgendwie ermordet worden, ja? Es ist schon merkwürdig, dass du jetzt auf einmal das Thema mit deiner Schwester rausholst, wo ich das doch schon damals angesprochen hatte, aber jetzt holst du es raus. Und ich denke auch, wer hier Klicks gerade macht mit Verstorbenen, das bist du, Mo. Das bist du, nicht ich. Ah. In Montpellier nutze ich den Tod meiner Schwester aus für... Ja, machst du gerade. Klicks! Du Hurensohn! Glaubst du nicht, dass er Mitleid mit mir hat, oder was? Du elendiger, dreckiger Hurensohn. Okay, ich schwöre, komm mir unter die Augen. Oh, Mo, komm doch. Komm, Digga, komm. Komm. Du weißt, wo ich bin. Kannst gerne holen, wenn du willst. Kannst mit deiner ganzen Mannschaft kommen, wenn du überhaupt eine Mannschaft in deinem Freundeskreis hast, ja. Kannst gerne kommen. Ich stehe bereit. Jederzeit. Ich komme sogar alleine für euch. Kommt drauf an, wie viele ihr seid. Digga, ich hab dir gesagt, spiel nicht mit mir. Ich hab mir jetzt monatelang deine Beleidigung über meine Familie angehört. Monatelang, ich hab meine Fresse gehalten, okay? Anfangs hat's mich getriggert, danach ging's mir am Arsch vorbei. Das hast du gemerkt. Und jetzt gerade, ich habe einen psychischen Punkt bei dir getroffen. Du bist im Arsch, ja? Ich hab mir deine Marke gesichert und so, ach so, Leute, sorry, ich hab Patent in den Titel geschrieben. Ja, ich meine natürlich Markenrecht, okay? Ich habe mir deine Marke gesichert. Wir werden uns auch noch deinen Namen sichern. Diesen Mo86. Und nicht, weil ich deinen Namen annehmen will. Nein, einfach damit ich dich ficke. Okay? Ich will dich ficken. Und ich weiß, man kann dich nur so ficken. Man merkt's ja, du kriegst deine psychischen Ticks gerade. Du rastest aus. Und das ist alles gerade, wie gesagt, Phase 1. Ich habe da noch viel mehr im Hintergrund. Viel, viel mehr. Und schau, was ich mit dir mache, du Nuttensohn. Okay, über halbe Stunde, ich hab gebettelt, ich hab gefleht, du Hurensohn. Rede nicht über Sachen, was du nicht weißt. Wie gesagt, Leute, versteht mich nicht falsch. Ich tue sowas ungern ansprechen wegen toten Menschen oder sowas. Mache ich eigentlich nicht gerne, ja. Wie gesagt, das Thema mit Aygün Mutschuks Schwester, das war eine Reaction auf Alis Video. Ich hab mich auch mit ihr in Verbindung gesetzt und... das hat nichts damit zu tun, dass ich irgendwie mit Klicks, über tote Klicks generieren will, ja. Das ist absoluter Schwachsinn. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich sowas nicht mache, ja. Dafür ist GeogTV verantwortlich, der auf seinem Kanal wieder aktuell über Tote reagiert oder redet, wie auch immer. Wie gesagt, sollte das mit Mo seiner Schwester natürlich stimmen, dann mein herzliches Beileid an Mo, an den Bruder und an die ganze Familie, ja. Wünsche ich niemanden, aber... ich glaube da nicht wirklich dran. Sage ich euch, wie es ist, Leute, ich glaube daran nicht. Sonst hätte er das schon damals angesprochen, als ich wirklich fokussiert über seine Schwester geredet habe, ja. Oder gezielt über sie geredet habe, um ihn aus der Reserve zu locken. Das war ja immer mein Ziel, ihn aus der Reserve zu locken. Das haben wir ja jetzt geschafft. Und wie gesagt, sollte das wirklich stimmen mit deiner Schwester, dann mein herzliches Beileid an dich. Dann entschuldige ich mich natürlich auch wegen deiner Schwester, ja. Dann tut es mir wirklich leid. Aber ansonsten, Digga, wir machen weiter. Wir machen weiter und es wird noch ganz, ganz anders für dich kommen. Digga, wir werden deinen Kanal zumachen. Du denkst, du kannst über mein Kind herziehen und es geht mir nicht über Taschko und Naschko. Digga, du weißt, du hast überhaupt keine Ahnung. Ich spiele jeden Tag mit Taschko. Du hast überhaupt keine Ahnung, okay? Wir haben einen gemeinsamen Sohn und wie gesagt, du hast keinen Plan. Du hast überhaupt keinen Plan. Digga, du hast wirklich überhaupt keinen Plan. Null. Wirklich, du hast null Plan. Du redest hier irgendetwas, was einfach nicht stimmt, okay? Ja, so. Du dreckiger Hurensohn! Frag ihre Mutter, du Nuttensohn! Ich würde im Leben nicht von dieser jungen Frau, die verstorben ist, die Mutter anschreiben, kontaktieren und fragen, was der Sache ist. Das kannst du ja jetzt hier beweisen. Das ist jetzt nämlich dein Part, zu beweisen, dass diese junge Frau Selbstmord begangen hat bei dir in der Wohnung. Ja, weil ich denke, ihr habt euch gegenseitig Drogen verabreicht oder habt zusammen Drogen konsumiert. Und ja, sie hat eine Überdosis gehabt. Das denke ich. Das denke ich, okay, so sieht das für mich aus. Und so haben mir das auch die ein oder anderen Leute geschrieben aus Linz und aus Wien, ja. Sehr viele Leute aus Wien haben sich mit mir in Verbindung gesetzt und haben mich kontaktiert. Und ich tue ja nicht auf alles was geben, wenn mir Leute was schreiben. Es gibt ja auch teilweise den einen oder anderen, wo ich mir dann schon das Profil anschaue und ich mir so denke, okay, komm, dem brauchst du das gar nicht glauben, was er mir schreibt. Aber die Leute, die mir das wirklich geschrieben haben, das sind stabile Leute. Das sind wirklich stabile, gesunde Leute, okay? Und denen glaube ich das, ja? Und du wurdest ja schon mal auf das Thema angesprochen,
hast es ja schön vertuscht oder versucht zu vertuschen, ja. Ich habe das jetzt ausgegraben. Ich wusste das auch jetzt schon ein bisschen länger. Ich dachte mir nur so, komm, du wartest auf den richtigen Zeitpunkt. Ich habe noch so viel. Ich habe noch so viel im Hintergrund gerade. Ich habe so viel, Mo, wo du, glaube ich, jetzt in deinen nächsten Videos wirklich an die Decke gehen wirst. Und mein Ziel ist es ja, dich von YouTube wegzubekommen. Und mein Ziel ist es auch, dass du eventuell dich endlich mal hierher begibst, zu mir. Und guck mal, Mo, das ist jetzt wirklich meine allerletzte Warnung an dich oder mein allerletztes Friedensangebot, sagen wir es mal so, mein Friedensangebot an dich, okay? Weil ich bin nicht geil drauf, mich hier im Internet mit dir rumzustreiten. Das ist nicht meine Art, ja? Wenn ich etwas zu klären habe, dann kläre ich das unter 4 Augen oder unter 80 Augen, je nachdem, wie es halt läuft. Und wie gesagt, guck mal, ich gebe dir jetzt die Möglichkeit. Weil ich weiß, du stehst gerade unter psychischem Druck, du bist dem allem nicht gewachsen, ja? Setz dich mit mir privat in Verbindung. Setz dich mit mir privat in Verbindung. Beherrsche dich. Fang nicht an, sofort zu beleidigen. Sprich dich mit mir aus. Entschuldige dich privat, nicht öffentlich. Das brauchen wir nicht öffentlich, Mann. Entschuldige dich dafür, was du über meinen Sohn die ganze Zeit sagst. Lass meinen Sohn raus, okay? Lass in Zukunft meinen Namen aus deinen Videos. Lass in Zukunft alle Namen aus den Videos. Alles, was mit mir zu tun hat, lass uns raus. Und ich werde nie wieder ein Video über dich machen. Ich werde nie wieder deinen Namen erwähnen. Ich werde wieder deinen Namen schreiben oder sonstiges, okay? Wie gesagt, setz dich mit mir privat in Verbindung, wenn du willst, dass wir das klären. Wir klären das privat. Und guck mal, Mo, noch eine Sache. Sich zu entschuldigen bei jemandem, das ist keine Schwäche, ja? Das zeigt Stärke, okay? Ich habe mich bei dir mehrmals entschuldigt für das Thema mit deiner Mama. Und das hat nichts mit Schwäche zu tun. Du denkst jetzt, ich tue hier schwächeln und ja, der entschuldigt sich. Guck mal, das ist kein Mann. Digga, im Gegenteil. Ich bin ein Mann, wenn ich mich entschuldigen kann, ja. Du kannst dich nicht entschuldigen. Wir haben es ja gesehen, wo der Sida uns bei Instagram Live mit reingeholt hat. Die Leute haben mir auch privat dann geschrieben und gesagt, ey, das, was Mo gemacht hat, war nicht korrekt. Ich bin ruhig geblieben in dem Moment, ja. Ich habe gesagt, komm, scheiß drauf. Mach da kein Fass auf. Und guck mal, auch für diese Beleidigung mit HS und alles hier. Ja, Digi. Es stört mich nicht. Es stört mich nicht. Okay? Was mich die ganze gestört hat, war, dass du über meinen Sohn redest. Und bevor du dieses Video jetzt hier hochgeladen hast, hast du das andere Video hochgeladen von 11 Minuten, wo du permanent über meinen Sohn redest und ihn beleidigst. Oder was heißt beleidigen? Aber du beleidigst mich damit. Mit meinem Sohn, ja? Und wie gesagt, guck mal, überleg es dir gut, weil sonst fangen wir an mit Phase 2. Und Phase 2 wird nochmal eine ganz andere Nummer. Ich sag dir, wie es ist, Mo. Ich sag dir, wie es ist. Okay? Wie gesagt, das mit deiner Schwester, wenn das wirklich stimmen sollte, tut es mir aufrichtig leid. Wirklich von Herzen. Tut mir sehr, sehr, sehr leid. Aber alles andere, Digga, wie gesagt, überlegst du sehr gut. Überlegst du sehr gut. Wer mit mir spielen will, spielt eine Zeit lang, aber dann fange ich an zu spielen. Und ich habe dich, gerade da, wo ich dich haben will. Und es wird noch schlimmer. Glaub es mir. Also Leute, wie gesagt, versteht mich nicht falsch, ich will hier gar nicht irgendwelche Menschen mit reinziehen jetzt, ja, aber es musste jetzt sein, ich wusste, damit locke ich ihn aus der Reserve komplett, ich habe ihn ja schon mit dem Markenrecht, habe ich ihn ja schon komplett getriggert, man merkt es ihm an, das weiß auch jeder, das sieht auch jeder, so, mit dem Thema habe ich dich scheinbar jetzt komplett getroffen, ja, und glaube mir, mit den anderen drei Themen, die ich noch parat hier auf Seite hier liegen habe, ja, willst du deinen Kanal selber schließen? Okay? Glaub mir. Wir beide wissen, was ich hier habe und was nicht, okay? Und du weißt, ich lüge auch nicht rum. Ich muss nicht lügen. Ich muss nicht irgendwas erfinden, so wie du es machst die ganze Zeit, okay? Also, wie gesagt, melde dich bei mir privat. Du kannst das gerne über Sida oder über Full Ernst machen. Wir können gerne privat miteinander sprechen. Du kannst auch gerne Sida mit dazu holen oder Full Ernst. Nee, mir ist sogar eher Sida lieber, weil Full Ernst ist halt Full Ernst und Sida ist halt jemand, der das Kaliber ist von mir. Okay, sagen wir es mal so. Okay, also Leute, in dem Sinne, ihr werdet wahrscheinlich das Video entweder jetzt gleich sehen oder um 18 Uhr. Ich werde jetzt gleich ins Krankenhaus fahren müssen mit der Familie. Und ja. Mo, Leute, das ist ja auch jetzt mal Real Talk. Ich habe erstmal für eine Sekunde, wo ich das Video gesehen habe, oder für diese Minute, dachte ich mir so, ey, hast du jetzt Mitleid mit dem? Bist du zu weit gegangen?
Und dann habe ich mich zurückerinnert an das letzte Video und an die ganzen Videos die letzten 3 Monate. Und dann dachte ich mir, nein, du hast es verdient. Okay? Wie gesagt, überleg sie gut, sprich dich meinetwegen, hol dir Rat bei Sida. Ich denke, Sida wird dir das Richtige sagen. Ja? Ansonsten, wenn du weitermachst, mache ich weiter. Und glaub mir, es wird dir nicht gefallen. Es wird den Zuschauern gefallen, aber nicht dir. Okay? Also in dem Sinne, Leute, bleibt gesund. Jeder träumt von den Batzen und nem fetten Benz. In der Nacht unterwegs mit meinen letzten Cents. Am Hustlen, ich hab keine Zeit, um im Bett zu hängen. Ich kämpf für mein Ziel jeden Tag. Schreibe Parts und danach schneid ich Videos bis nach.